Hallo mein Lieber und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um unsere Wickeltasche. Was haben wir dabei bei einem zweiten Kind? Und genau, ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und würde sagen, wir legen auch direkt los. Unsere Wickeltasche ist von Bupu. Ich bin absoluter Fan von Bupu, denn auch bei unserer Großen hatten wir eine. Und ich habe mich auch hier diesmal wieder für eine relativ schlichte entschieden. Die ist Anthrazit und hat hier vorne so Goldelemente und drinne eben auch. Ich bin super begeistert von Bupu. Ich liebe die Taschen einfach. Die sind super schön groß und auch für Stoffwindeleltern, so wie uns, perfekt. Genau, da gibt es auch Zubehör, wie zum Beispiel hier die Kinderwagenhaken oder ein Regenverdeck. Also da bekommt ihr ganz, ganz viele tolle Sachen. Und ich würde sagen, wir packen die Tasche einfach mal aus. Genau, so. Einmal vorab, ich habe jetzt hier nur gepackt fürs Baby, aber wenn wir dann wirklich mit dem Baby unterwegs sind, dann werde ich noch Windeln und ein Ersatzoutfit für meine Große mit reinwerfen. Aber das, wie gesagt, erst wenn wir dann wirklich unterwegs sind. Jetzt ist die erstmal so gepackt fürs kleine Baby, für die ersten Tage. Wir wollen auch mit Stoff wickeln, aber ich habe hier jetzt noch ganz normale Wegwerfwindeln drinne. Einfach, weil ich da noch ein paar übrig habe, die wir vorher aufbrauchen wollen, bevor wir mit den Stoffwindeln anfangen. Und dann müsst ihr euch einfach vorstellen, haben wir hier eben zwei Stoffwindeln oder drei Stoffwindeln drin. So, ich würde sagen, wir fangen an. Das hier ist einmal der Blick in die Tasche. Ihr seht, ihr habt super viel Platz. Hier sind auch ganz viele verschiedene Fächer an den Seiten und auch nochmal hier an der Seite und hier vorne und hinten auch noch. Und hier den Deckel könnt ihr sogar abknüpfen und dann als Wickelunterlage benutzen. Also diese Taschen sind wirklich toll. Und hier ist auch noch ganz, ganz viel Platz, wie ihr seht, für die Sachen für meine große Tochter. Was ich ebenfalls noch einpacken werde, das hatte ich bei meiner Großen auch immer dabei, ist ein Wechselstilloberteil, falls die Milch mal ausläuft oder man vollgespuckt wird. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Stillüberwurf von Zellmops. Das ist mega praktisch. Das ist nämlich zum Stillen. Kann man sich das hier so umwerfen, festbinden und dann hat man hier eben so ein Guckloch fürs Baby, dass man sein Baby sehen kann, aber alle anderen können eben nichts sehen. Finde ich mega praktisch. Hatte ich bei meiner Großen nicht. Freue mich riesig, das zu testen und bin sehr gespannt, wie das ist. Und ich finde das für unterwegs einfach richtig toll. Ich habe mir damals immer ein Spucktuch übergeworfen, aber das hat die Kleine immer weggetreten und so. Und ich wurde tatsächlich auch schon einige Male dumm angemacht, dass ich in der Öffentlichkeit stille. Und da ist sowas wirklich toll. Dann habe ich zwei Spucktücher dabei. Genau, wir haben nämlich beim ersten Mal ein absolutes Spuckkind gehabt. Und deswegen hier zwei Spucktücher. Und zusätzlich haben wir eigentlich immer überall eins, also eins im Kinderwagen, eins in der Babyschale. Wir haben überall Spucktücher gehabt bei meiner Großen. Dann habe ich in dem dritten kleinen Fach, ich fange hier übrigens gerade mit diesen kleinen Fächern an, habe ich einmal die Windeln. Da habe ich jetzt zwei in Größe XS. Die habe ich einfach noch von meiner Tochter übrig. Wie gesagt, die brauchen wir jetzt einfach nur auf. Und drei einmal in Größe 1. Genau, dass man einfach so ein bisschen was hat, die kleinen. Wir brauchen ja einfach ein bisschen öfter mal eine neue Windel. In dem letzten Fach habe ich einmal Feuchttücher. Da habe ich hier so eine Probepackung von Water Wipes. Die dachte ich, tue ich da jetzt einfach mal rein. Bei meiner Großen wickeln wir tatsächlich mit Waschlappen, die wir dann auch immer wieder mit nach Hause nehmen. Da habe ich hier immer noch ein Wetbag dabei. Wie gesagt, wenn wir dann mit Stoff wickeln, dann ändert sich hier auch noch einiges, ne? Aber jetzt habe ich das erstmal so. Dann habe ich hier auch noch Stilleinlagen. Und zwar sind das alles so Proben, die man mal bekommen hat. Die habe ich jetzt einfach reingeworfen. Denn eigentlich habe ich da auch waschbare. Aber ich wollte die Proben hier jetzt auch einfach mal alle aufbrauchen. Und für unterwegs ist das, glaube ich, ganz praktisch. Dann habe ich hier noch einmal eine Schnullerkette mit Schnuller drin. Ich weiß nicht, ob die kleine Maus einen Schnuller nehmen wird. Meine Große hat die nur 2 Wochen benutzt und danach nicht mehr. Und genau, mal schauen, ob wir überhaupt einen brauchen. Aber sonst habe ich den auf jeden Fall dabei. So, dann habe ich an der Seite im Kleinfach einmal eine Brustwarzensalbe. Und dann
wie gesagt, einmal zwei Binden von diesen dünnen. Ich denke, dass ich die Größe ungefähr brauchen werde, wenn wir das erste Mal so richtig unterwegs sind. Vorher werde ich, glaube ich, nicht so unterwegs sein wollen. Dann habe ich einmal eine Multimarm-Kompresse, auch für Stillen sehr wichtig. Und hier nochmal eine Stillanlage. Hups. Genau, das war also auch schon sozusagen das Mama-Still-Wochenbettfach. Stecken wir mal alles wieder rein hier. Und dann auf der anderen Seite habe ich einfach nur noch eine Babycreme von Veleda, die Calendula Babycreme. Und einmal ein Öl. Genau, falls man mal irgendwas eincremen muss oder sowas. Das sind solche Proben immer ganz gut für so eine Wickeltasche. So, und dann habe ich hier in der Mitte einfach nur noch einen Haufen mit Ersatzkleidung. Denn, wie gesagt, wir haben ein absolutes Spuckkind gehabt und da waren wir eigentlich nur am Wickeln und Umziehen. Ich habe einmal dabei ein kleines Mützchen, dann einen Strampler, ganz einfach, eine Strumpfhose, eine dünne Hose, Strickhose, noch eine dünne Hose, einen Body und noch einen Body, genau, also der Body zur rosanen Hose, der andere zu dieser Hose. Also so drei Outfits ungefähr. Ja, kommt immer darauf an, wie lange man unterwegs ist. Wenn man ein bisschen länger unterwegs ist, packt man natürlich noch ein bisschen mehr ein. Aber das ist jetzt so das, ja, das Grobe, was ich immer dabei hatte bei meiner Großen, wenn wir mal schnell einen Vormittag bei Oma und Opa verbringen oder sowas. Ja, und das war es tatsächlich auch schon. Das war unsere Wickeltasche. Das haben wir alles dabei. Ja, das ist gar nicht so viel, wenn man stillt. Und ja, mit den Stoffwindeln, da wird es vielleicht ein bisschen mehr noch. Aber das ist ja gar kein Problem. Was, wie gesagt, jetzt noch fehlt, ist ein Stilloberteil für mich. Einfach zum Wechseln. Dann, je nachdem, wann wir losfahren, die Bindengröße für mich. Vielleicht reichen da die dünnen dann doch nicht. Und für meine Große eben, wie gesagt, noch eine Windel und ein Redbag. Und einmal Ersatzklamotten und sowas. Genau. Und eventuell würde ich noch Windelbeutel einpacken für die Windeln. Aber sonst haben wir eigentlich nichts mehr dabei. Das Kind hat eine Decke in der Babyschale und ist natürlich auch angezogen, hat eine Jacke an und sowas. Also hier ist einfach nur, falls irgendwie was daneben geht, solche Sachen dabei. Hier vorne tue ich immer meine persönlichen Sachen rein. Zum Beispiel Schlüssel, Portemonnaie und Maske. solche Sachen. Und hinten in dem großen Fach wird dann das U-Heft von unserer Kleinen einziehen. Und eventuell auch wieder das von der großen Maus. Das liegt jetzt bei ihr immer nur im Zimmer, weil wir das nur brauchen, wenn wir zum Kinderarzt fahren. Aber hier hatte ich das damals in der Wickeltasche immer hinten in dem großen Fach drin. So wusste man erstens immer, wo es ist. Und zweitens hat man es einfach immer dabei. Genau, das würde ich jetzt auch wieder so machen, wenn dann das U-Heft nachher da ist. Ja, und das war's, meine Lieben. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so dabei habt. Das verändert sich natürlich auch immer mit dem Alter des Kindes, ne? Also später braucht man dann vielleicht nochmal ein paar Snacks und Babybrei oder Spielzeug, all sowas. Aber das ist jetzt wirklich so für die erste Zeit mit Baby. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!